Er meint, es soll eine Meuterei geplant sein. Und ja, er hat uns jetzt um Hilfe gebeten. Und wir, wie gesagt, helfen ihm natürlich, wenn er uns jetzt in Zukunft ein bisschen netter behandelt. Ansonsten, ja, ist der Kapitän bald tot. Da bin ich echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt beenden wir erstmal den Tag. Aber was hat es mit diesem Schlüssel auf sich? Schwierig zu sagen. Atlantischer Ozean, Tag 28. Und immer noch mit diesem Amulett in der Hand. Und der Captain. Mr. Kenway. Captain. Was immer die planen. Ich glaube, es wird langsam oh, ernst. Die Meuterei geht gleich los, oder wie? Dann gehe ich besser ans Werk. So, jetzt kommen wir ins Spiel. Jetzt geht's los. Jetzt geht's die Mannschaft befragen. Er hat die Rationen gekürzt und sagt, wir wären nicht ausgestattet. Die Mannschaft befragen? Können wir mit euch reden? Sucht ihr wieder Streit? Ist es das? Geht weg. Oh, danke. Ich wollte nur mit euch reden. Dann nicht. Die scheinen wohl nicht so mit uns reden zu wollen. Gehen wir mal hier lang. Gut, der säuft sich, wie gesagt, immer noch ein. So, was ist hier mit? Mit ihm hier? Nette Abtreibung habt ihr Graves und Quill verpasst. Ich hatte keine Wahl. Ei, Hohlköpfe, und zwar beide. Wo sind meine Manieren? Louis Mills, sehr angenehm. Haytham Kenway. Also, sollte ich auf der Hut sein? Ich glaube, die haben ihre Lektion gelernt. Sonst sind sie nicht. Ehrlich, nur die letzten paar Überfahrten waren halt etwas rau. Ach. Der Captain spart an jeder Ecke. Reduzierte Rationen, geringe Heuer, immer gefährlichere Fracht. Das hat die Crew aufgebracht. Gibt es denn Grund zur Sorge? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber der Captain muss überdenken, wie er seine Männer behandelt. Okay. Dann werden die beiden sich wohl nicht mehr so leicht an uns rantrauen. Jetzt gucken wir mal mit ihm hier. Den haben wir auch verprügelt, glaube ich, oder? Ich habe euch nichts zu sagen. Gut, das war ganz kurz und bündig. Jetzt gehen wir nochmal hoch aufs Deck. Oder? Sind wir. Ah, ne, wir sind falsch. Nein, wir müssen noch nach unten. So, hier lang. Zack. Ach, guckt euch das an. Ist das herrlich anzusehen. Ach, wahrscheinlich mit ihm hier. Mit dem Typen. Sieht ein bisschen ihr da. So gut aus. Ich habe ein paar Fragen. Freut mich. Hab aber keine Zeit zum Schwätzen. Vermutlich habe ich euch eh nichts zu sagen. Ihr sucht Informationen? Geht zum Smoot hier oder zum Doktor. Die werden immer von allen zugequatscht. Sorry? Mit dem Doktor oder dem Koch sprechen, dann gehen wir erstmal zum Doktor. Ne, zum Koch. Zum Koch. Hier ist die Küche. Es gibt erst in ein paar Stunden wieder was. Ich hätte nur Schiffszwieback, falls ihr hungrig seid. Eigentlich habe ich eine Frage. Und welche? Hat sich einer der Männer vielleicht merkwürdig benommen? Oder etwas gesagt, was euch komisch vorgekommen ist? Die Jungs heulen wegen den Rationen, als könnte ich daran irgendetwas ändern. Sonst habe ich nicht viel gehört. Mein Rat? Geht doch zu James. Der hört immer gerne zu. Und wo kann ich ihn finden? Direkt hinter euch sozusagen. Er sitzt dort auf diesem Fass. Hm? Haben wir mit dem nicht geredet gerade? Mit James? Ach, nee, haben wir nicht. Hier. Das ist der Kollege James. Seid ihr James? Hi. Hi. Kenway. Ich weiß, wer ihr seid. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen. Das dachte ich mir, aber nicht hier. Folgt mir. Okay. Also, was wollt ihr denn wissen? Habt ihr etwas Außergewöhnliches bemerkt seit unserer Abreise? Irgendwas, das Anlass zur Sorge gäbe?
Einige der Männer haben sich nachts auf dem Oberdeck versammelt. Oh nein, wie schlimm. Ich habe nur Bruchstücke aufgeschnappt. Ich weiß also nicht mit Sicherheit, was sie vorhaben. Aber mir schwarmt nichts Gutes. Meint ihr, sie planen eine Meuterei? Ich weiß nur, dass sie den Captain nicht mögen. Mills wollte sie beschwichtigen, aber er kann auch keine Wunder vollbringen. Danke für die Information. Wie ich schon gedacht hatte. Ich will nur, dass wir die Kolonien lebend erreichen. Wie ich mir gedacht hatte. Ja, ich glaube, die Leute, gegen die wir gekämpft haben, haben was gegen den Captain. Das schien mir schon am Anfang so blöd. Gucken wir mal hier. Guten Abend, Sir. Ist alles ruhig? Ruhig und still. Genauso wie ich's mag. Was führt euch hier rauf? Nur ein Spaziergang. Die Beine vertreten. Mehr nicht. Aber seid vorsichtig. Auf Deck ist es sehr gefährlich im Dunkeln. Was war das? Da wirft jemand Ladung über Bord. Aber warum? So eine Scheiße. Da gehen wir jetzt mal hin. Da müssen wir schnell hin, hör mal. Ganz schnell. Warum wirft jemand unsere kostbare Ladung über Bord? Wer war das? Wir gucken jetzt einfach mal. Hier, was ist das? Das müssen wir mal analysieren. Was ist das für ein Zeug? Rum. Da steht eine Flasche Rum. Aber es wird doch nicht Rum sein, oder? Der schöne Rum. Seltsam. Tja, der Typ scheint sich wohl schnell aus dem Staub gemacht zu haben. Tja, ein weiterer sehr aufregender Tag. Wir haben rausgefunden, dass ja die Meuterei kurz vor dem Abschluss steht. Dass sie wohl bald beginnen wird, sage ich mal. Und ja, die drei, gegen die wir gekämpft haben, haben was gegen den Captain. Bin einfach mal gespannt, wie das weitergeht, bis wir in Amerika sind. Atlantischer Ozean, Tag 33. Fünf Tage später. Eine ganze Woche ist schon vergangen fast. Immer noch, wie gesagt, alles ruhig. Neuigkeiten. Jede Nacht dasselbe. Ich bewache ein Gebiet und sie werfen die Fässer von woanders ab. Ich muss ein zweites Paar Augen anheuern. Vielleicht James oder Mills. Warum machen die das? So wie ich das sehe, dienen die Fässer als Markierung. Sie legen eine Spur. Ich fürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere Verfolger... Schiff von Achtern! Sie geht in Schussposition! Ach du Scheiße. Auf die Posten, Männer! Mach die! Wusste ich nicht. Achtung, Scheiße! Alle runter! Scheiße, da schießt jemand auf uns. Hab's doch geahnt. Na, also diese Fässer, die da abgeworfen haben, waren... Den Verfolger. Wollen uns wohl nicht versenken, sondern lieber entern. Eine Spur, dass sie uns leichter finden. Kanonen, macht euch kampfbereit. Ich werde das Gefühl nicht los, dass es mit den Typen Warum? Zu tun hat. Ich kann helfen, das Schiff zu sichern. Gegen die wir gekämpft Wisst haben am Anfang, dass die was damit zu tun haben. Kanone lädt, eine Seeschlacht führt? Ich glaube, die haben was damit zu tun. Nein, das darf nicht mehr. Nun geht in eure Kabine oder muss ich euch bringen lassen. Oh. Gut. Dann machen wir am besten mal das, was uns sagt. Sicher die Luke! Nein, wir sind eingeschlossen. Hathor. Wart ihr schon an Deck? Ein Schiff nähert sich und will uns entern. Eindeutig. Kein Anzeichen von Meuterei. Das ergibt keinen Sinn. Ah, tut es doch. Was meint ihr? Dachtet ihr, ihr könntet so leicht aus London entkommen nach eurem Attentat in der Oper? Dass wir es nicht bemerken? Dass wir euch nicht folgen? Hä? Darum geht es hier also. Ergebt euch und ich garantiere, dass man euch ehrenvoll behandelt. Wenn ihr mich ehrenvoll behandeln wollt, gebt mir ein Schwert. Seid ihr sicher, dass ihr das Spiel so spielen wollt? Gebt mir einfach ein Schwert. Mein Gott. Und dann ist gut.
Na los, auf geht's. Kollege. Das hättest du lieber nicht machen müssen. So. Miles, hä? Und dich? Und dich wollte ich erst nehmen, ey. Hier. Komm. Zack. Also jetzt reicht's, ne? Jetzt ist mal irgendwann ist genug. Und zack. Und Schlitz. Zack. Und jetzt von hinten die Beine weg. Und komm. Aufstehen lasse ich dich noch. Zack. So, Kollege. Gleich bist du am Arsch. Hast dich leider mit dem Falschen angelegt. Zack. Und noch einmal. Und zack. Und gleich ist er tot. Nochmal ein Konter. So, jetzt ist er tot. Nein, ist er nicht. Aber wir haben ihn besiegt. Sagt, ihr sollt unter Deck bleiben. Das habe ich auch getan. Nur, dass Mills mich dort erwartete. Er hat dieses Schiff hierher geführt. Es gab keine Meuterei, nur ihn. Aha. Und was wollen die? Mich. Dann sollen sie euch haben. Ist das so? Sie kriegen uns ohnehin. Wir können nichts dagegen tun. Ich hätte eine Idee. Dieser hinterhältige Miles, er hat sich nur mit uns angefreundet, ne? Kann sein. Unsere einzige Chance. Das mache ich nicht. Schon gut, schon gut. Aha. Jetzt zieht er wieder den Schwanz ein. Mhm. Sofern er denn einen hat.